Liebe Freunde der ostpreußischen Literatur, heute stelle ich Ihnen Ernst Wiechert's großes Ostpreußen-Epos, die Jeruminkinder, vor. Ostpreußen ist eine der literarisch reichsten Regionen Deutschlands. Viele namhafte Autoren wie Johannes Bobrowski, Arno Holz, Siegfried Lenz, Fanny Lewald, Agnes Miegel, Hermann Sudermann und Arno Sominski stammen neben anderen aus Ostpreußen. Der Senior aller ostpreußischen Schriftsteller und Dichter ist Ernst Wiechert, Sohn eines Försters aus Kleinort nahe der Johannesburger Heide, mitten in Masuren, im heute polnischen Teil Ostpreußens. Wiechert lebte von 1887 bis 1950 in Masuren, Königsberg, Berlin, Hambach, Wolfratshausen und in der Schweiz, auf dem Rütihof, wo er starb und in Stefa begraben liegt. Lebensentscheidend waren für Wiechert der Erste Weltkrieg und die Nazizeit mit der demütigenden KZ-Haft im Jahre 1938. Wiechert musste schon in der Kindheit die masurischen Wälder verlassen und ins städtische Königsberg. Aber er verlor nie, lebenslang nicht, die Verbindung zu dieser natürlichen Lebensquelle. Der Wald war Wiecherts Lebenselement, seit er ihn mit seinem Vater durchstreift und der Sagenerzählerin Tante Veronika zugehört hatte, die dem Kind den Blick für die Hintergründe der Welt öffnete und die Geheimnisse des Lebens in nächtlichen Seancen enthüllte. Eines der schönsten Bücher, in dem Wiechert diese Welt seiner Kindheit beschreibt, ist Wälder und Menschen aus dem Jahr 1936. Der Leser wird nie die friedliche Szene vergessen, in der das Kind, einen Kranich in der Armbeuge, im Garten Mittagsruhe hält. Sein Leben lang bewahrte Wiechert den Blick für die Schönheiten der Natur und die Liebe für jedes kleine Detail, für jeden menschlichen Charakterzug. Deswegen wurde Wiechert zunächst Lehrer. In die Jugend setzte er seine Hoffnung, für die Jugend lebte er. Er war ein unangepasster Lehrer, der mit seinen Kollegen in Konflikt geriet. Aber er konnte nach vierjährigen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg nicht so weitermachen wie seine deutschnationalen Lehrerkollegen. In seinen Büchern Die kleine Passion und dem Antikriegsbuch Jedermann, beide Ende der 20er Jahre, hat er sein humanistisches Credo niedergelegt. Das war keine literarische Theorie. Er war für seine Schüler da, sprach mit ihnen nächtelang, saß mit ihnen am Lagerfeuer auf der kurischen Nehrung und entsprach so gar nicht dem damaligen Lehrerbild. Dieses pädagogische Ethos fand seinen schönsten Ausdruck in der berühmten Rede von 1929 vor den Abiturienten des Königsberger Hufengymnasiums. Wenn man diesen Text vor Augen hat, versteht man, dass Wiechert Widerstand leisten musste, als eine verbrecherische Ideologie nach der Jugend griff, um diese ins Verderben zu führen. Wiecherts große Reden in der Münchner Universität 1933 und 1935 zeugen von der großen Sorge um die Jugend, ja von der Angst um ihre Verführung und von der Verachtung, mit der er die geistlose Zeitideologie verurteilte. Literarisch hat Wiechert dieses Thema in der Novelle Der weiße Büffel oder Von der großen Gerechtigkeit meisterhaft bearbeitet und in deutschen Städten gelesen. Da beobachteten ihn bereits die Schergen des Naziregimes, bis er 1938 zwei Monate inhaftiert und danach zwei Monate ins KZ Buchenwald verbracht wurde. Eine Zeit,
die ihn buchstäblich an den Rand der physischen Vernichtung brachte. Seine Tagebücher zeugen von dieser Leidenszeit. Sein erschütternder Bericht »Der Totenwald« ist das erste literarische Zeugnis des Holocaust. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, so ist doch der nach Wiecherts KZ-Haft 1939 erschienene Bestseller »Das einfache Leben« nicht so einfach, wie der Titel vermuten lässt. Vordergründig geht es um die Bewältigung der Erlebnisse des Ersten Weltkrieges. Aber zwischen den Zeilen liegen die KZ-Erlebnisse, die der Dichter mit feiner Feder durchscheinen lässt. Klarer hat Wiechert in seinem letzten Werk, Missa sine nomine, die KZ-Haft, die von vielen Landsleuten erlebte Flucht und Vertreibung und den Heimatverlust, den auch der Dichter bitter empfand, literarisch zusammengeführt. Die Jeruminkinder sind Wiecherts Opus Magnum, sein unbestreitbares Hauptwerk. Er hat es während des Zweiten Weltkrieges im Verborgenen geschrieben, in Ölpapier eingewickelt und im Wolfratshausener Garten vergraben. In diesem Roman setzt Wiechert die Familiengeschichte der Jerumins, das Leben im Dorf Sowirok und die Ambivalenzen der Stadt am Beispiel Königsbergs und Berlins zu einem Gesamtkunstwerk zusammen, wie es paradigmatisch für Ostpreußen gelten kann, zumal den Roman eine verhaltene, zuweilen auch offene Staatskritik durchzieht. Im Zentrum stehen das Dorf Sowirok am Niedersee in der Johannesburger Heide und der begabte Jons Ehrenreich Jerumin, das jüngste Kind der Familie. Die Familie Jerumin mit ihren 7 Kindern ist eine Gesellschaft im Kleinen. Großvater Michael lebt wie ein Prophet auf der Insel im See und fährt zum Himmel auf, als zu Beginn des Ersten Weltkriegs Kosaken durch das Dorf kommen und die Hütte auf der Insel in Brand schießen, in der Michael lebt. Vater Jakob ist Köhler, er arbeitet an seinem Meiler. Abends liest ihm der jüngste Sohn Jons aus der großen Bibel den Propheten Jesaja vor. Mutter Marthe ist verhärmt und hart. 7 Kinder hat sie geboren und sich ihr Leben anders vorgestellt als in diesem verlassenen Dorf. Die Kinder Michael, Gotthold und Gina sind nach ihr, Friedrich, Maria, Christian und Jons eher nach dem Vater geraten. Alle aber sind grundverschieden. Michael ist ein Einzelgänger. Später wird er als Soldat seinen Dienstposten trotz Urlaubssperre verlassen und seine schwangere Erdmute zu beschützen, was ihm auch gelingt. Aber eine Streife, die ihn einfangen soll, erschießt ihn. Ein staatlicher Übergriff, Willkürakt. Sterbend hört er die ersten Schreie seines gerade geborenen Sohnes. Gotthold und Gina gehen nach Berlin. Gina kommt zu Geld, Ansehen und heiratet einen Grafen. Gotthold gerät auf Abwege und ins Gefängnis, eine gute Voraussetzung für seine spätere Nazi-Karriere. Friedrich ist ein Träumer, der auf seiner Flöte spielt. Nächtens wird er ermordet. Maria ist der stabile und treue Ruhepol der Familie. Sie steht am Herd und erzählt Märchen. Sie heiratet den Lehrer Martin, der erst nach 10 Jahren geistig verwirrt aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt. Zu ihm gewinnt nur seine Tochter Barbara einen Zugang. Christian ist ein körperlich behindertes Kind, aber aus ihm wird ein begabter Holzschnitzer, der künstlerische Mittelpunkt der Familie.
Intellektuell vielversprechend ist Jons Ehrenreich, der bereits am ersten Schultag den Kaiser beleidigt und mit seiner Staatskritik einen Eklat hervorruft. Darauf hat Lehrer Stilling gewartet. Bereits vor Jahren hat er eine Nobelstiftung eingerichtet, in der Hoffnung, eines Tages aus den zahllosen Köln-Käthner-Kindern, die er jahrelang zu unterrichten hatte, eines zu finden, das über das Dorf hinauswachsen könnte. Der erste Band, Jerominkinder, schildert mit viel Kritik, aber auch beißendem Humor neben der Familie Jeromin die Schule mit Lehrer Stilling und der pastoralen Schulaufsicht, die zu dem erwähnten Eklat führt. Jons erlebt seine Schuljahre in Königsberg, finanziert von Stillings Nobelstiftung. Er legt ein ausgezeichnetes Abitur ab. Danach zieht er in den Krieg, zunächst an die Westfront, danach in den Osten, wo er eine schwere Verwundung an der Hüfte erleidet. Über ein Jahr liegt er im Lazarett und beschließt, Arzt zu werden. Mit dem Studium der Medizin in Königsberg beginnt der zweite Band. Er endet mit dem Untergang des Dorfes Sowirok durch Nazi-Ideologie und Krieg im Inferno, das von Wiechert nicht geschildert wird. Sowirok als Gleichnis einer Weltzerstörung. Das eigentliche Studium absolviert Jons nicht an der Universität, sondern bei dem jüdischen Arzt Lavrenz, dem er bei einem Unfall auf der Straße begegnet und dem er bei einer Beinamputation assistiert. Lavrenz ist Armenarzt in Königsberg. Jons lernt bei ihm die praktische Tätigkeit eines Arztes, bis ihn Lavrenz sogar einen Kaiserschnitt durchführen lässt. Die neue Zeit bringt in der Schule neue Lieder mit dem Nazi-Lehrer Maschlanka, zu Deutsch Buttermilch, und weitere, zunächst fast unmerkliche, später aber immer schwerere politische Eingriffe in das dörfliche Leben. Wiechert schildert, wie der Nationalsozialismus und damit der Staat gleich einem Krebsgeschwür in die dörfliche Gemeinschaft eindringt. Johannes, der für den Gutsherrn arbeitet, wird beim Einkauf von Fischernetzen in der Kreisstadt von einer Nazi-Horde zusammengeschlagen, weil er den deutschen Gruß, den er gar nicht kennt, nicht praktiziert. Gotthold, inzwischen hoher Nazi, hält es für angemessen, Johannes nur ein halbes Jahr, ohne jedes Gerichtsverfahren, versteht sich, zu inhaftieren. Johannes kommt körperlich zerschlagen, aber innerlich ungebrochen ins Dorf zurück. Der Roman endet mit dem Tod des Gutsherrn von Balk. Die Nazis hatten ihn wegen der Unbotmäßigkeit des Dorfes und weil er sich ihnen nicht fügen wollte, unter Verdacht. Ein Gestapo-Trupp soll ihn abholen. Es kommt zu einem Schusswechsel. Von Balk erschießt zwei Angreifer, er selbst wird von hinten tödlich getroffen. Am Tag zuvor hatten von Balk mit dem ganzen Dorf ein großes Fest gefeiert, wie es noch niemals stattgefunden hatte. Es sollte im Gedächtnis bleiben. Jetzt stand das ganze Dorf auf dem Gutshof, um Abschied zu nehmen mit dem Landarzt Jons Ehrenreich als letztem Vertreter der friedlichen, dörflichen Welt von Sowirok, die mit dem Tod des Gutsherrn ihr Ende findet. Die Herrschaft übernehmen der totalitäre Staat, der Krieg und das Verderben. Wiechert schreibt, den dritten Band dieses Buches
hat die Geschichte geschrieben. Mit schweren und grauenhaften Buchstaben.